So, ich grüße euch zu einem neuen Part Pokémon Pearl und momentan werde ich gerade belagert von meiner Katze, weil ich habe gerade bei mir ein bisschen Brot bei mir und die sitzt jetzt auf meinem Schoß, ne, und bettelt jetzt nach dem Brot, was ich da habe. Ja, schnurr doch mal in die Kamera oder ins Mikrofon. Na los, schnurr ein bisschen ins Mikrofon. Hört ihr das Schnurren? Na, Moment, ich, hast du. Na gut. Dann kommen wir zurück zum Spiel. Wir verlassen jetzt den Ewigwald. Und betreten jetzt dann auch Ewigenau. Und hier sind ein paar Leute am Angeln. Ja, bei dem Wetter ist es auch. Es steigt meine Katze auf den Schreibtisch. Ja, gut, jetzt habe ich immer einen Platz für meine Tastatur. Sich zurücklehnen. Ja, jetzt schnuppert die Kamera, das Mikrofon ein bisschen an. Sich zurückzulehnen und ab und zu mal angeln. Nein, du drückst die Maus! So, nicht die Maus drücken, ja? Sich zurücklehnen, ab und zu an angeln, das ist das Hobby eines Erwachsenen. Oh, verdammt, jetzt hat meine Katze da. Jetzt. Also, du bist gar nicht am Kämpfen. Interessiert? Ich habe mir einen angriffslustigen Trainer geangelt. Los geht's. Na? Hier, da hast du Brot. Na, komm, ich gebe dir ein bisschen was. Hier, da hast du. Wenn ihr das Schmatzen gerade hört, dann ist das meine Katze. Die steht nämlich direkt vor dem Mikrofon und frisst ein bisschen Brot. So, Funkensprung. Elektro auf Wasser. Wasser leitet ja Elektrizität, deswegen sind die Attacken gegen Wasser-Pokémon sehr effektiv. Nein, ich habe kein Brot bei mir. Du, ich muss sagen, meine Katze heißt Gary, deswegen sage ich jetzt manchmal Gary. Gary! Na, komm! Da, du willst das haben? Ich wette, wenn ich das Brot gegessen habe, vollständig, dann wendet sie sich von mir ab. Nichts beißt an. Ich glaube, ich könnte eine Pause gebrauchen. Schade, dass ich gerade keine Webcam habe, dass ihr das sehen könnt, weil das sieht echt lustig aus. Was meine Katze gerade so macht. Jetzt hat sie gerade mit ihren Tatzen versucht, das Brot ein bisschen zu schnappen. Hat es auch erwischt. Und da hat sie jetzt wahrscheinlich gemeint, dass sie mich ein bisschen erwischt hat. Also mit ihren Krallen, sag ich mal. Und da hat sie jetzt sich total zurück geschreckt, sag ich mal. Und jetzt ist er hinter meinen Bildschirm gelaufen. Ach, ist das nicht lustig? Und schämt sich bestimmt, ne? Na komm, ich hole sie jetzt wieder hervor. Komm her. Ich habe hier jetzt ein bisschen Brot auf den Schreibtisch gelegt. Na, hier ist Brot! Da! Ach nee, jetzt geht's aber los hier. Carpador. Und es hat nur Level 10. Was denn das für ein Mist? Lecker Brot. Hoffentlich schmatze ich nicht so laut, weil das kommt ein bisschen astig bestimmt rüber, wenn ich hier vor meinem Mikrofon wie ein Fettsack wie ein Fettsack seinen Burger, ja, schmatze. Na komm! Komm hinter den Bildschirm, ist es doch so dunkel. Komm mal hervor! Achso, Aufnahmezeit ist 17:17 Uhr. Also etwa an derselben Uhrzeit wie im letzten Part. Jetzt geht's aber los hier. Carpador ohne Ende. Es ist die Katze hinter meinem zweiten Bildschirm gelaufen. Da solltest du vielleicht nicht drauf treten, denn das ist ein Elektroschläger, mit dem man Insekten brutzelt. Fast Level 20. Wären das vielleicht andere Pokémon gewesen? Okay, es ist sicher weg. Wäre
wären es vielleicht andere Pokémon gewesen, dann hätte unser Luxtra schon längst Level 20. Aber Carpados geben bekanntlich wenig Erfahrungspunkte, weil sie auch dementsprechend stark sind. Den Volltreffer, den hätten wir gar nicht gebraucht. Das wäre auch ohne einen Volltreffer ein One-Hit-Kill gewesen. Super, 5 Carpadors und einen Goldini. Bitte mehr Trainer von denen. Na, jetzt wäre meine Katze raus. Aus dem Zimmer, meine ich. Achso, falls ihr meine Katze sehen wollt, ich habe die glaube ich schon mal in der Webcam gezeigt, dann schaut euch ein Rubin-Part an von mir. Ich habe das glaube ich, ja, ich werde es verlinken, falls ihr meine Katze sehen wollt. So, ich habe mir ein paar starke Pokémon geangelt. Lass uns kämpfen. Welche denn? Bitte keine Carpadors nochmal. Lustig wäre es gewesen, wenn der andere Trainer, gegen den wir gerade gekämpft haben, diesen Dialog hätte. Aha, okay, er hat auch Carpadors. Okay, der Spaß hört langsam auf. Ach ja, übrigens, ich möchte in diesem Part doch nicht die ewige Nau-Stadt erforschen, sondern die möchte ich erst im nächsten Part erkunden. In diesem Part möchte ich ein paar Trainerkämpfe machen, die um der Stadt herum alles sind. Denn es gibt ja auch noch ein paar Trainer, die um der Stadt herum auch noch ihr Unwesen treiben. Und Level 20 für Luxtra. Angriffswert ist ziemlich hoch. Oh, endlich kein Carpador mehr. Goldini hat einen etwas anderen Sprite. Und zwar sieht man Goldini hier ein wenig von vorne. Sonst sieht man Goldini ja meistens immer seitlich gesehen. So, wieder mal ein Kill. Gut, dass unser Pokémon eine Elektroattacke kann. Und... du enttäuscht mich. Meine Katze will raus. Eine Sekunde, ich lasse mal schnell meine Katze raus und währenddessen seht ihr den Funkensprung. Meine Katze ist draußen. Ich habe mich kurz auf stumm geschaltet, deswegen habt ihr gerade das letzte Wort von mir nicht vollständig verstanden. Durch die Niederlage sind meine, was weiß ich, verloren gegangen. Okay, und hier ist, glaube ich, noch was. Ah, ein Item. Schnell! Ein Trank, okay. Hier an der Stelle ein Trank ist ein bisschen, ja, zu spät, sag ich mal. Denn Tränke sind langsam überflüssig, denn unsere Pokémon haben schon mehr als 20 KP im Durchschnitt. Gut, was ist das für eine Beere? Eine Amarena-Beere müsste das, glaube ich, sein. Ja, so ist es auch. Eine Amarena-Beere gepflückt. So, das müssten die Pirsif-Beeren sein. Ja, genau. Finde ich hier gut, dass man wie hier auch in der dritten Generation wieder Beeren anpflanzen kann. In der fünften geht es leider nicht mehr, allerdings wurde es dann auch wieder in der sechsten wieder eingeführt, das Pflanzen von Beeren. Und eine weitere Sinelbeere. Okay. Gut, dann müssten wir diese Route soweitgehend schon erforscht haben. Ich schaue noch nach, ob hier noch was ist. Nein, hier ist nichts. Außer ein wildes Pokémon, das uns angreift. Ein Pachirisu. Pachirisu ist nicht gerade mein Lieblings-Pokémon. Das heißt, richtig, du musst sterben. Oh verdammt, Geduld. Jetzt muss ich vorsichtig sein.
Bitte schreck zurück. Oh, okay. Es schreckt zwar nicht zurück, aber es greift ja auch nicht an. Aber erst im nächsten Zug würde es angreifen. Aber so weit kommt's nicht. Achso, falls ihr gerade so ein lautes Dröhnen im Hintergrund hört, das ist gerade ein Rasenmäher, der draußen zu hören ist. Denn der Garten von uns wird gerade gemäht. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, aber man hört es auch kaum. Glaube ich zumindest. So, und hier waren wir vorhin, glaube ich, schon, oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall kann man hier Zerschneider benutzen, um den Ewigwald zu überspringen. Wie auch in der ersten Generation beim Vertania-Wald. Gut, und das war's für diese Route. Wir betreten jetzt Ewigenau. Oh, ein Schild. Ewigenau. Lebendige Vergangenheit. Gut, und hier ist auch schon ein Pokémon Center. Ach, was für ein Luxus. Da müssen wir ja gar nicht so lange so weit laufen. Das ist genau das Gegenteil von dem Yu-Gi-Oh! Spiel, was ich Let's Played habe. Ja, wieder Werbung für meinen Yu-Gi-Oh! Let's Plays, tut mir leid. Aber ich habe immer noch die Yu-Gi-Oh! Einstellung, weil ich so viel Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, bevor ich Pokémon Pearl gestartet habe. Aber ich will ehrlich gesagt keine Werbung dafür machen, also tut es mir leid, falls ich so viel über das Yu-Gi-Oh! Let's Play erzähle. Ach ja, ich wollte euch jetzt zeigen, wo wir jetzt sind auf der Map. Jetzt wird da draußen auch noch gesägt. Was geht denn hier heute ab? Meine Katze sitzt vor mir, da draußen sind irgendwelche komischen Geräusche. Fehlt nur noch, dass das Telefon wieder zum wiederholtesten Mal schillt. So, also wir sind jetzt, hier war Flori und wir sind jetzt quasi nach Nordosten gegangen und sind jetzt hier in Ewigenau. Jetzt brauchen wir unser Fahrrad und dann gehen wir hier südlich zurück nach Erzelinge und dann hier in Richtung Herzhofen. Nur als kleinen Spoiler. Gut. Hallo kleiner Trainer, welche Pokémon hast du denn dabei? Mit diesem Zubehör für den Pokécatch siehst du, wie sehr sich deine Pokémon mögen. Freundschaftsstatus. Gewinnst du dir das Zubehör auf dem Pokécatch? Der Freundschaftsstatus zeigt dir, welche Pokémon dich mögen. Ich zeig's euch mal schnell. Dazu muss ich erstmal den Bildschirm wechseln. So, ihr seht jetzt den unteren Nintendo DS Bildschirm. Und zwar der Freundschafts... für Elefants müsste das hier sein. Ehrlich gesagt kann ich euch jetzt nicht sagen, wie man es daran erkennt, dass ein Pokémon euch mag, aber... Ah ja, hier sieht man es, ein Herzchen. Bei Staravia. Aber bei unserem Pliprin nicht. Sehr merkwürdig, da Pliprin unser Starter-Pokémon war und es uns nicht mag. Und unser Staravia ist nicht unser Starter und es mag uns. Naja, also auf jeden Fall ist es, glaube ich, sehr nützlich, wenn man Pokémon entwickeln möchte, die sich durch Zuneigung entwickeln, wie beispielsweise Vonaira müsste eins sein, glaube ich, oder Mamfaxo oder Togetic zu Togetic, nee, umgekehrt, Togepi zu Togetic, oder Riolu zu, wie heißt das Pokémon? Rai, irgendwas mit Rai. Ach, ich weiß den Namen gerade. Lucario, genau. Lucario. Dann braucht man den Freundschaftsfinder und dann könnt ihr hier kontrollieren, wie weit eure Zuneigung ist. Und dann könnt ihr einschätzen, wann sich euer Pokémon entwickeln wird. Gut, jetzt wechsle ich wieder den Bildschirm. Alles klar, jetzt seht ihr wieder den oberen Bildschirm. Ich hoffe, ich habe den richtig angepasst. Die Stadt schauen wir uns erst im nächsten Part an. Zunächst möchte ich nachschauen, was ich... Verdammt, wer ist das? Oh, das ist dein Pokédex. Du hilfst bestimmt Professor Elbe. You don't say? Wie heißt du denn? Schön, hallo Kevin. Den Namen werde ich mir merken. Na, mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon aus reiner Neugier.
Warum erzählst du mir das? Hier in Ewigenau steht die Statue eines altertümlichen Pokémon. Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Ach, die verteilt Geschenke in der Stadt, okay? Gibt jeden in der Stadt eine VM1 Zerschneider? Die VM-Zerschneider kann auf deiner Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Das ist wichtig, um deinen Pokédex auffüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer! Irgendwie kommt mir die bekannt vor, ich weiß nicht woher. Aber ich bin mir sicher, die habe ich schon mal gesehen, in einem Let's Play sogar. Naja, gut. Dann gehen wir hier nach Osten. Halt, nein, die Stadt schaue ich mir erst im nächsten Part an. Verdammt, jetzt habe ich hier schon den Zwang hier. Ja. Moment, ich könnte eigentlich schauen, ob es hier einen Namenbewerter gibt. Werfen wir gleich mal einen Blick drauf, ob es hier einen Namenbewerter gibt. Und dann gehen wir nach Osten, dann wird der Part ein bisschen länger. Aber ich glaube, das müsste nicht so schlimm für euch sein. Hier, das müsste das Fahrradgeschäft sein. Das schauen wir erst später vorbei. Im nächsten Part genau zu sagen. Oder sozusagen. Namensbewerter. Man kennt die Gebäude des Namensbewerters an der Farbe des Hauses. Und zwar müsste das violett sein. Aber momentan sehe ich kein violettes Haus. Dann gibt es vielleicht in Herzhofen einen Namenbewerter. Oh, und Moment. Hier gibt es ein Item. Hinter der Arena. Bitte. Hyperstrahl. TM Hyperstrahl. Ein super Trank. Na gut, dann gehen wir jetzt nach Osten von der Stadt und bekämpfen ein paar Trainer, die dort noch zu finden sind. Und dann schauen wir uns im nächsten Part, was ich schon mehrmals erwähnt habe, die Stadt an. Und hier ist ein Team Galaktik-Fuzzi, der sich kein Geld fürs Pokémon Center heilen, also fürs Heilen seiner Pokémon leisten kann. So, okay. Schöne Statue. Interessant. Auf der Pokémon-Statue ist eine Inschrift. Geburt von Pal, Schöpfer der Paralleldimensionen. Lebendig und doch nicht. Risse im Raum. Um im gleichen Universum zu der Segen von Pal. Der Text ist kaum lesbar und ist an manchen Stellen ganz verschwunden. Weißt du vielleicht etwas darüber? Angeblich ist ist das Pokémon, das hier vor langer, langer Zeit gelebt hat. You don't say. Mann, hier stehen überall Räder. Und hier unten auch. Oh mein Gott. So könnte ich mir ja theoretisch eins klauen. Ich meine, gerade schaut niemand hin. Gut. Ich bin zu behindert, einen Fahrer zu benutzen. Verdammt. Okay. Na, muss ich irgendwie noch lernen, wie man Fahrrad fährt. Ich bin ja auch gerade erst 10, da lernt man natürlich das Fahrradfahren noch nicht so richtig kennen vorher. Gut, hier ist die Route, die ich mir noch anschauen möchte. Ah, und da oben ist was. Irgend so ein, ja, was Dunkles. Ein Meditee. Wir haben hier jetzt schon Level 20 erreicht und haben den Punkt erreicht, an dem wir langsam Pokémon-Kämpfe überspringen können, laut meiner Ansicht her. Das heißt, richtig, ich benutze den Flucht-Button. Und hier ist ein Ninja-Junge. Die kennt man auch aus der dritten Generation. Zubat, klingt das nicht wie ein Ninja, der aus seinem Versteck zuschlägt? Nö, nicht wirklich. Akira, warum haben die Ninja-Jungen eigentlich meistens einen japanisch klingenden Namen? Bestimmt wegen den Ninjas, denn es gibt ja auch keine europäischen Samurai, ne? Macht ja Sinn.
Oder vielleicht doch, vielleicht ist ein Europäer ja mal nach Japan emigriert und wurde zu einem Samurai. Everything is possible. Unser Luxtra wird richtig stark in diesem Part. Schon wieder ein One-Hit-Kill. Und ein weiteres Zubat von einem Trainer. Also von diesem Trainer sogar. Also gut, Funkensprung nochmal. Das müsste eigentlich keine große Schwierigkeit machen, dieses Zubat. Und das nächste ist ein Golbat. Haha. Damit würde wahrscheinlich niemand rechnen, aber es ist bestimmt wieder ein Zubat, natürlich. Was macht meine Katze jetzt schon wieder? Gerade hat sie so ganz kurz gescheppert. Bestimmt hat sie irgendwas kaputt gemacht. Irgendwas Wichtiges. Irgend so ein Fernseher, vielleicht. Ein Plasma-Fernseher. Naja, egal. Gut, unser Luxtra hat Level 21. Jawohl, Level 21. Unser stärkstes Pokémon jetzt müsste es, glaube ich, sein. Jetzt muss ich meinen Starter trainieren. Oh, mein Zubat 3-Gestirn. Okay, Pokémon. Ja, Waterloo, unser schwächstes Pokémon, was in unserem Team gehört. Von allen Pokémon wäre es momentan Entertainment. Denn Entertainment kann ja gar nicht rappen. Jetzt habe ich ihn aber gedisst. Nächstes Jahr mache ich beim JTB mit. Haha, und dann sage ich diesen Kommentar. Genau, so werde ich das machen. Gut. Ich greife jetzt an. Ein Bidiza. Ja, komm. Unser Pokémon hat noch nicht Level 20. Das heißt, ich bin noch gezwungen, mit meinem Pokémon zu kämpfen. Laut meiner Devise. Man könnte es natürlich auch überspringen, indem man flieht. Aber laut meiner Devise kämpfe ich gegen jedes Pokémon mit einem Pokémon, was noch nicht Level 20 erreicht hat. Ja, Volltreffer. Haben wir aber ein Glück. Und fast Level 18. Oh, ich rieche versteckte Items. Schatz. Oder Schätze. Ich will Schätze. Nein, Mediti will ich nicht. Mediti ist scheiße. Na gut, es bekommt eine Mega-Entwicklung in der 6. Also es ist gar nicht scheiße. Aber Mediti ist scheiße. Komm schon, was zum Teufel, warum so wenig? Warum so wenig? Da war sogar Step drauf. Aber warum zieht das so wenig ab? Mensch, was soll denn der Mist? Warum greife ich jetzt eigentlich nicht mit Schnabel an? Ich meine, Schnabel wäre sehr effektiv und so. Wäre vielleicht ein bisschen besser als Blubber. Ich probiere es mal mit Schnabel. Kann zwar sein, dass jetzt der Geduld mein Pokémon killen wird, aber... Und, reicht's für einen Kill? Jawoll! Da hat unser Waterloo aber nochmal Schwein gehabt. Ah, fast Level 18. Jawoll, verstecktes Item. Ha, ich bin so gut. Nein, ein wildes Pokémon. Ich habe Pech. Scheiße. Und was bist du für ein Pokémon? Ein Mediti schon wieder. Gut, probieren wir es nochmal mit einem Schnabel. Vorhin war ich zu blöd und habe es mit Blubber angegriffen und habe nicht gemerkt, dass Schnabel die bessere Möglichkeit war. Er schützt sich vor einem Angriff. Das bringt dir gar nichts. Du zögerst deinen Tod nur in die Länge. Und jetzt ist es Zeit. Verdammt! Nicht zu sterben. Er wird sich! Bitte nicht verwirren! Bitte nicht verwirren! Sehr gut, danke. So, jetzt halt den Schnabel! So knapp! Soll ich es einfangen? Was will ich eigentlich mit einem Medici? Es Stärke beibringen? Aber ich habe doch einen Macholo. Brauche ich doch keinen Pokémon, das Stärke kann. Oder kein Medici brauche ich zumindest. Sagen wir es mal so. Soll ich es einfangen? Ich meine, ich brauche kein Medici eigentlich, ne?
wenn ich es nicht kille, dann bleibt unser Wortello auf Level 17 fürs Erste. Wenn ich es allerdings fange, wenn ich es allerdings dann kille, dann hat unser Wortello Level 18. Ah, fangen oder nicht fangen, das ist hier die Frage. Ach komm, ich fang's. Weil ich heute so gut drauf bin. Aber ich werde es nicht benennen, darauf habe ich gerade keine Lust. Außerdem fällt mir kein Name dazu ein, zu einem Pokémon, was ständig meditiert. Ich könnte es höchstens Buddha nennen, aber dann würden sich böse böse Buddhisten dann gegen mich erheben und mir obskure Kommentare schreiben, dass Buddha kein Meditier ist. Oder war. Ach, egal. Wer vergisst niemals, es vergisst niemals seine Yoga-Übungen. Mit Meditation stärkt es seine spirituelle Kraft. Das ist, glaube ich, auch, soweit ich weiß, das einzige Pokémon mit der Kombination Kampf und Psycho. Ich kann mich allerdings auch irren. So sicher bin ich mir da nicht. Ein Bidizar. Schon wieder ein verdammter Hamster. Langsam kann ich keine Hamster mehr sehen. Weißt du was? Blöder Hamster! Komm! Ich schließ dich mal kurz auf. So, eine tiefe Fleischwunde. Ha! Er tanzt den Walzer! Mann, diesen Joke sage ich in jedem Let's Play. Na komm, ich will einen erhöhten Angriffswert! Ah, daneben nicht! Ich bezahle meinen Pokémon zu wenig, deswegen wird der Angriffswert gerade nicht erhöht. Na los jetzt! Na vorbei, jetzt ist es auch egal, ob es einen Angriffswert erhöht bekommt. Oh Gott, der Walzer wird immer stärker. Das ist nicht gut. Oh Gott! Ach, fast wurde mein Pokémon geowned von einem Hamster. Aber auch nur fast. So, das war's für dich. Level 18, na los! Lern Hyperstrahl! Oder Aquahaubitze! Oder was gibt's noch für starke Attacken? Hydropumpe! Oder Blubber! Hat nein, Blubber kann mein Pokémon ja schon. Fail. Mann, das waren gerade mal hier wilde Pokémon, gegen was wir hier kämpfen. Aber wir haben noch gar nicht die Trainer hier bekämpft. Ein weiteres Mediti stellt sich uns in den Weg. Das ist vielleicht aber ein, Bösewicht. Nee, komm, ich bekämpfe es jetzt ausnahmsweise mal nicht, weil mein Pokémon zu geschwächt ist. Ich muss es erstmal heilen. Ich habe bestimmt irgendwo noch einen Supertrank. Ah, perfekt. Natürlich könnte ich auch die Tränke verwenden. Das wäre vielleicht ein bisschen besser, dann werde ich die immerhin los. Die Supertränke, die könnte ich ja im Kampf benutzen. Dann werden die, glaube ich, ein bisschen effektiver im Einsatz. Genau. Ich gebe denen jetzt ein paar Tränke. Hat sich gut investiert. So. Ah, wie gut, dass wir Zertrümmerer bei uns haben. Denn hier ist ein Zertrümmererfels. Siehst du den Kraterberg über uns? So riesig möchte ich einst auch sein. Dann musst du zum Burger King und dir wie viele Burger bestellen? Naja, so viele bis du Platz. Der Bauch ist bestimmt groß genug. Da passen einige Whopper rein. Ein Kleinstein. Machen wir dieses Kleinstein klein. Okay, der Witz war scheiße. So, One-Hit-Kill. Wasser gegen Bodengestein. Und Level 19. Ah, dauert noch ein bisschen. Onix. Das ist sein Endboss-Pokémon. Okay, Onix. Du wirst von ein paar Blasen sterben. Onix was owned by Bubbles. Oder Onix has been owned by Bubbles. Ach, meine Grammatik ist nicht so gut. Eine mächtige... Verdammt, so schnell kann ich nicht lesen, weil ich Legastetiker bin. Nein, natürlich nicht, aber ich bin Legastetiker. Nicht. Alles klar, gut, dass wir jetzt Drumra bei uns haben, ansonsten müsste ich wieder zurück ins Pokémon Center latschen und das habe ich mir jetzt dadurch erspart, dass ich meinen Macholo dabei habe. Sieh dir nur diese wundervollen Schwingen an! Welche Schwingen? Ich check's nicht.
Was meinst du mit Schwingen? Ich check's nicht. Petronia. Klingt wie das Land von Peter Griffin, Petoria. Bis auf, dass da noch ein Petronia, also das ist Petronia heißt, ne? Und nicht Petoria. Naja, gut. Blubber. Was? Ach komm, du willst mich doch. Alter. Übrigens sind die Augen von meinem Pokémon noch offen, also schläft es quasi mit offenen Augen. Verdammt, was habe ich denn zur Heilung? Ich habe eine Sinelbeere, ich habe einen Supertrank, aber keine Amrenabeere. Ah, doch, ich meine eine Maronbeere. Doch, ich habe eine Maronbeere, aber das ist meine einzige. Und ich glaube, die sollte ich vielleicht pflanzen und nicht einsetzen. Denn ansonsten habe ich keine mehr. Ach, ich muss mein Pokémon austauschen oder ich kämpfe weiter. Was mache ich denn jetzt? Ach komm, ich tausche es aus. Das macht keinen Sinn. Mit was soll ich es denn angreifen? Metallklaue ist nicht effektiv. Und Blubber zieht fast nichts ab. Tackle bringt auch nicht viel. Da hilft nur ein Pokémon. Mein Luxtra. Ja, das ist ein Luxtra. Gut, dass du es gesehen hast. Oh, das ist ein Luxtra. Ich kämpfe also gegen einen Luxtra und ich habe mich vertippt. Ich wollte eigentlich Funkensprung benutzen. Na gut, dann hat das Hoothoot eine zweite Chance bekommen. Aber es hat sie nicht genutzt. Na dann, stirb. So. Wir sehen uns dann später oder wir Hoothooten uns später. Okay, das hat gar nicht gepasst gerade eben. Was rede ich da für ein Mist eigentlich? Waterloo lernt Geduld. Ach, wie schön. Wie hoch sind denn die KP? Ich konnte es gerade nicht sehen, aber ich glaube, Geduld ist immer noch besser als Heuler. Ich meine, entwickelte Pokémon heulen nicht. Es waren vielleicht Vorentwicklungen, aber Entwicklungen heulen nicht. Das ist uncool. Oh, du, dafür werde ich dich picken. Aua. Komm schon, TM1! Was ist TM? Ne, TM1 ist Mega Heap. In der ersten Generation zumindest. Okay, TM, was ist Hyperstrahl? TM12, glaube ich. TM12! Verdammt! Nein! TM12 ist nicht Hyperstrahl, aber wir haben TM12 gefunden. Was für ein Fail. Ah, okay. Da habe ich mich gerade blamiert. Ich dachte, ich kenne die ganzen TMs. Anscheinend nicht. Also TM14 ist Eisstrahl, das weiß ich. Aber Hyperstrahl ist auch nicht TM12. Also ich glaube, Hyperstrahl ist irgendeine 10er TM. Aber ich bin mir nicht sicher. So, der Zerschneider, sage ich schon. Ich meine, der Zertrümmerer zertrümmert diesen Felsen und wir können nicht weiter, denn hierfür brauchen wir Stärke, um weiterzukommen. Und die finden wir erst viel später. Gut, dann laufe ich jetzt zurück in die Stadt und dann mache ich auch Schluss für heute. Und dann schauen wir uns im nächsten Part die Stadt an. Könnte zwar ein bisschen langweilig werden, aber hey, wir kriegen dafür ein paar Items. Vielleicht sogar auch TM Hyperstrahl. Ich glaube, ich schaue jetzt gleich im Wiki nach, welche TM Hyperstrahl ist. Damit ich es mir merke. Für später vielleicht. TM25 vielleicht? Ich weiß es nicht. Na los, wach auf, du verdammter Pinguin! Schlafen kannst du im Winter! Da kannst du deinen Winterschlaf halten! Oder machen Pinguine Winterschlaf? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit Tieren nicht so besonders gut aus. Na los, wach auf, du verdammter! Yes. Okay, ich gebe dir noch eine Chance aufzuwachen. Wach endlich auf! Danke. Oh. Das nenne ich mal, einen Morgen. Wacht sofort auf und killt gleich einen Kleinstein mit einer mächtigen Blubberattacke, die vierfach stark ist.
Gut, ich stelle mich noch vor das Pokémon Center und dann mache ich Schluss und dann schauen wir uns den nächsten Part ewig genau an. Na, jetzt aber. Oh Gott, ich kann leider nicht gut rennen. Oder ich kann, mir fällt es schwer zu rennen, sagen wir es mal so. Weil ich selber langsam zum Fettsack werde. Ihr seht es. Das ist die B-Taste, die ihr gerade hört. Und die funktioniert nicht so richtig. Meine Tastatur macht langsam. Ja, macht sich mir langsam. Oder macht es allmählich nicht mehr so lange, sagen wir es mal so. Kurz gesagt, meine Tastatur ist am Arsch. Gut, ich heile erstmal mein Pokémon. Oder meine Pokémon. An die anderen habe ich gar nicht gedacht. Ich denke immer nur an ein Pokémon. Und das ist Pummeluff. Leider habe ich kein Pummeluff. Ich wünschte, ich hätte ein Pummeluff. Ich will ein Pummeluff. Jetzt sofort. Mit Käse. Und einer Cola. Hast du vielleicht einen Pummeluff? Hast du vielleicht einen Pummeluff? Hm? Hast du einen Pummeluff? Hast du keins? Na gut, dann muss ich mir eins klauen. Ich trete Team Rocket bei. Okay, ich trete dann Team Rocket bei und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ach ja, ich glaube, ich sage euch dann auch noch kurz, welche TM Hyperstrahl ist. Also, bis gleich. Okay, TM 15 ist Hyperstrahl, habe ich gesehen. Nur so als kleine Info. Gut, dann wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns die Stadt anschauen. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan KP. Ciao.